Okay, der Raum ist jetzt sehr gut gefüllt. Die Zeit ist auch gekommen. Der nächste Talk beginnt. Dazu begrüßen wir Florian Adamski. Er studiert in Mittelhessen an der Technischen Hochschule und forscht in dem Bereich P2P Privacy und Security, außerdem im Bereich Quality of Service. Bitte einen kleinen Applaus für Florian. Okay, ganz kurz erstmal so grob zur Einteilung, was euch erwartet. Erstmal eine kurze Einleitung, unter welcher Prämisse ich die Forschungsarbeit gemacht habe. Dann ganz grob zu Netzwerkprotokollidentifizierung. Der Hauptpunkt wird dann der SPID-Algorithmus sein, den ich ein bisschen genauer im Detail vorstellen möchte. Dann kommt die Evaluierung von diesen. Und am Ende eben noch so ein bisschen den Ausblick, wie man eben Protokoll Obfuscation dann verbessern kann. Ja, der erste Punkt, ich habe eben ein spannendes Thema für meine Bachelorarbeit gesucht. Und zu der gleichen Zeit war dann eben so dieses Zugangserschwerungsgesetz. Und da war dann eben immer so das Endstadion, die Package Inspection. Das heißt also, das ist genau das, was irgendwie das Ende von dem Lied ist, und dann haben wir irgendwie was ganz Schlimmes, und ich wollte mich einfach mal darüber informieren, was bedeutet das, was kann man mit dieser Technik machen und welche anderen Möglichkeiten gibt es, genau. Und dann bin ich also mit diesem Thema hausieren gegangen und bin dann in eine Forschungsgruppe gekommen, die sich eben mit intelligenter Quality of Service, also intelligenter Dienstgüte in Heimnetzwerken beschäftigt. Und das funktioniert also so folgendermaßen: Das Prinzip, was dahinter steckt, nennt sich COSILAN, also Quality of Service for Local Area Networks. Und die erste Phase, um das ganz bloß mal grob zu skizzieren, was so die Punkte waren: Die erste Phase analysiert das Netzwerk, das heißt, also hier hat man eben geschaut, welche Netzwerke sind da, mit welchen Geräten hat man es zu tun, können die eventuell schon Quality of Service Mechanismen. Die zweite Phase ist dann die Identifizierung der Protokolle. Das heißt, was wird gesprochen, weil wir eben also schon irgendwo definieren müssen, dass man eben spezielle Protokolle, die es eben zu priorisieren gilt, dann eben auch hat. Und dann eben die letzte ist dann eben, dass man eben eine Reservierung und Priorisierung der Bandbreite dann vornimmt. Und eben genau diese zweite Phase war so mein Forschungsschwerpunkt. Und hier gab es eben verschiedene Anforderungen. Also die erste ist eben nahe Echtzeiterkennung. Das bedeutet also, dass die Protokolle erkannt werden, um dann noch wirklich was zu machen. Also wenn der Flow fertig ist, wenn die Kommunikation beendet ist, dann hilft mir die Identifizierung eigentlich nicht mehr sonderlich viel. Der zweite Punkt ist eben, dass eben ein gewisser Fokus auf Streaming-Protokolle ist, weil eben dies zu priorisieren gilt. Und der dritte Punkt ist eben Portabilität, sodass es eben für Heimnetzwerke eben auch auf so Plastikroutern läuft. Ganz generell für Netzwerkprotokollidentifizierung, was versteht man darunter? Weil nicht jedes Netzwerkprotokoll macht Sinn, es zu identifizieren, sondern wir sprechen hier von Identifizierung auf Layer 7, wenn wir jetzt das OSI-Referenzmodell nehmen. Also die Anwendungsschicht, was wir dort haben, oder eben Layer 4 beim TCP-IP-Modell. Um das mal grob zu skizzieren, das ist jetzt mal so ein, sag ich mal, so ein typisches Heimnetzwerk. Wir haben so ein paar Computer, und der Computer A schaut sich jetzt einen Film über RTP an und surft eben gleichzeitig im Internet. Und die Netzwerkprotokollidentifizierung wäre jetzt beispielsweise auf dem Router implementiert und steht auch also weder mit Computer A noch mit Computer B in irgendeiner Weise in Verbindung, sondern sieht nur den vorbeifließenden Datenfluss. Und anhand dieser Daten muss eben die Protokolle identifiziert werden. Es gibt dafür noch weitere Begriffe, die alle das Gleiche meinen. Das nennt sich Application Identification, Port Independent Protocol Identification mit dem tollen Akronym PIPI, Protocol Discovery, Application Recognition und Traffic Classification sind also alles Begriffe, die eigentlich das Gleiche meinen. Das sind mal sogar also nochmal eine Abstraktionsebene höher an die Anforderungen an diese Technik. Wir brauchen eine hohe Trefferquote mit wenigen bzw. am besten keinen falsch positiven.
Wir haben eine Echtzeiterkennung, also am besten eine Echtzeiterkennung, auch unter hoher Netzwerklast, wobei die jetzt im Heimnetzwerken eben lange nicht so eine große Rolle spielt wie jetzt zum Beispiel irgendwo im Backbone-Bereich. Dann sollte diese auch robust unter verschiedenen Netzwerkkonfigurationen sein, wie NAT oder irgendwelche Tunnel. Es soll eben eine einfache Möglichkeit geben, neue Protokolle hinzuzufügen. Und generell soll es dann natürlich auch resistent gegen Protokoll-Obfuscation sein. Die Einsatzmöglichkeiten einer solchen Technologie sind vielschichtig. Also wir haben im Netzwerkbereich haben wir daneben die Dienstgüte, also Bandbreitenmanagement und Quality of Service. Dann eben im Security-Bereich mit Intrusion Detection und Intrusion Prevention Systeme. Und dann eben graduelle Datentarife. Also das bedeutet eigentlich so, hier du hast mal so eine Art Internet, wo du nur HTTP haben kannst und für alles Weitere, für Echtzeitanwendungen oder Voice-over-IP oder Spiele kannst du dann extra dazu zahlen. Und also das ist mit graduellen Datentarifen gemeint. Und eben Ad-Injection, das heißt, wir injizieren direkt in den Datenstrom Werbung rein. Die politische und soziale Kontrolle ist dann eben Abhören und Überwachen des Internet-Traffics. Also dann kann ich eben ganz speziell sagen, ja, mich interessiert jetzt eben Voice-over-IP-Traffic und eben Filtern und Zensieren von unliebsamen Inhalten. Es gibt grob vier Techniken, die man dazu nutzen kann. Auf die möchte ich jetzt alle ein bisschen genauer eingehen. Die TCP und UDP-Portnummern, kann man mal so abschließen, sind keine robuste Identifizierung mehr. Hier gibt es Studien, die auch schon etwas älter sind, also wir sprechen hier von 2005, 2008 so, wo man, die sagen, dass nur noch 50-70% des Internet-Traffics überhaupt mit Portnummern identifiziert werden kann. Viele Anwendungen haben gar keinen eindeutigen Port, also zum Beispiel Peer-to-Peer-Netzwerke oder sowas ähnliches, die nutzen einfach private oder dynamische Portnummern. Dann, es gibt auch Ports, die sind eben mehrfach vergeben. Zum Beispiel der TCP-Port 888 ist also für die CD-Datenbank gemacht und zusätzlich nutzen das viele RAID-Protokolle, nutzen eben also ebenfalls diesen Port. Firewalls und NATs sind so ein bisschen dran schuld, dass eigentlich fast alles über Port 80 kommuniziert wird. Und ja, Angriffe sind üblicherweise auch nicht mit dem Port verknüpft, also auch da haben wir eigentlich keine Chance, irgendwas zu tun. Bei der Deep Package Inspection, da gibt es jetzt ein bisschen eine genauere Definition. Es ist eben Pattern Matching. Also wir betreiben Pattern Matching im Payload. Und es ist nicht einfach nur übersetzt mit, wir gucken tief ins Paket, weil das tun andere Algorithmen auch noch. Also hier wird wirklich ganz speziell Pattern Matching eben betrieben. Diese Patterns nennen sich dann Application Signature und werden dann meist in Form einer Datenbank gespeichert. Es ist momentan die zuverlässigste Methode, um Protokolle zu identifizieren. Und dadurch hat es eben auch eine sehr hohe Verbreitung in kommerziellen Produkten. Es gibt da so, also das sind jetzt mal so Punkte, die da unter reinfallen. Das heißt, wir haben also die exakte Treffer, wir haben annähernde Treffer und wir haben eben reguläre Ausdrücke. Wobei die exakten Treffer mit dem Aho-Kurasik-Algorithmus so am meisten benutzt wird. Wir haben aber bestimmte Probleme mit Deep Package Inspection. Und zwar, wenn der Payload selber nicht lesbar ist, haben wir keine Möglichkeit mehr, irgendwelchen Traffic zu identifizieren. Und das ist auch einer der Punkte, also außerdem haben wir einen wahnsinnig hohen Aufwand, um Protokolle neu hinzuzufügen. Also für jedes neue Protokoll oder Anwendung, und da existieren ja, also da kommen ja jeden Tag irgendwie neue raus, muss eben die Dokumentation studiert werden und Gesetzmäßigkeiten gefunden werden, wenn die Dokumentation denn existiert. Ansonsten muss es reverse-engineert werden. Wir denken da an Skype oder ähnliches. Und diese Gesetzmäßigkeiten müssen dann auch wieder gepflegt werden. Das heißt also, hier ist wirklich Manpower gefragt, um diese hohe Trefferquote dann auch beizubehalten. Allerdings gibt es mittlerweile auch Ansätze, die sind zwar noch vereinzelt und nicht sonderlich erfolgreich, aber es gibt auch schon Ansätze, wo automatisiert nach solchen Application Signatures gesucht werden kann und die dann eben auch gleich genutzt werden können. Und wir haben eben ein hohes Missbrauchspotenzial. Ich meine, ob in so einer Datenbank jetzt mal WikiLeaks steht oder ähnliches, das kann natürlich auch keiner dann nachvollziehen. Der dritte Punkt, womit man eben Traffic identifizieren kann, sind die Maschinenlernalgorithmen.
Die gibt es jetzt grob in den zwei Richtungen überwachtes Lernen und unüberwachtes Lernen. Beim überwachten Lernen ist es so, dass man also eine Vorauswahl trifft. Das heißt, ich weiß jetzt schon, dass es HTTP-Traffic, dass es RTP-Traffic und gibt das dem Damm und er sucht sich dann die entsprechenden Gesetzmäßigkeiten. Und beim unüberwachten Lernen ist es wirklich so, dass der Algorithmus selber versucht, da die gesetzmäßig, also schon die, die Klassifizierung auch vorzunehmen, dass man wirklich schon weiß, aha, das ist der und der Traffic. Die Maschinenlernalgorithmen sind generell sehr erfolgreich, besonders der Support Vector Machine hat eine Trefferquote von 98%. Allerdings haben wir das Problem, dass sie einerseits sehr mathematisch meist komplex sind und daher aufwendig zu berechnen. Vorher hatte ich eben gesagt, dass wir eigentlich, also was wir eigentlich wollen, dass wir das in naher Echtzeit irgendwie machen können. Und der zweite Punkt ist, die meistens sind die Punkte so, dass der Flow abgeschlossen sein muss und dann erst kann eine Identifizierung vorgenommen werden. Das heißt, ich kann zwar im Nachhinein sagen, dieser Bereich an Traffic ist das und das, aber ich kann nicht mehr wirklich irgendeine Interaktion darauf machen. Und mittlerweile gibt es eben einen neuen Punkt, also das heißt mittlerweile schon ein bisschen länger, das sind die hybriden Formen, das heißt wir haben jetzt Mischformen, die werden auch immer mehr vermehrt eingesetzt, wird auch immer mehr geforscht damit. Das heißt also man versucht, also das ist jetzt bloß ein Beispiel, aber damit kann man zum Beispiel Deep Package Inspection setzt man ein für die Protokolle, die man schon kennt. Und man versucht dann die unbekannten Protokolle eben mit Statistik zu betreiben oder zu erkennen. Und einer dieser Algorithmen ist eben der SPID-Algorithmus. Und also SPID steht für Statistical Protocol Identification und ist 2009 von Erik Mielvik und Wolfgang John entwickelt worden. Funktioniert ganz grob erstmal in drei Schritten. Das heißt, der erste Schritt ist, dass wir die Pakete gruppieren. Der zweite Schritt ist dann, da kommen dann die einzelnen statistischen Analyseverfahren rein. Und der dritte Punkt ist, dass wir dann entweder entscheiden, also entweder identifizieren wir das Ganze jetzt oder wir lernen aus diesem Bereich, das heißt also approximieren. Bei der Gruppierung ist es so, dass es also die Analyse selber ist auf bidirektionalen Flows, das heißt wir haben also Empfänger zu, also Sender zu Empfänger und Empfänger zu Sender, also beide Richtungen. Die Flows selber werden eben erkannt durch die 5-Tuppel, das heißt also die ist definiert mit Source-IP, Source-Port, Destination-IP und Destination-Port und eben den dazugehörigen Transportprotokoll. Für TCP gibt es eben nochmal den Extrafall, dass der Flow erst nach dem Three-Way-Handshake beginnt. Damit haben wir das Kaltstartproblem. Das heißt also, schalte ich meine Identifizierung ein, der Handshake ist schon vorher gewesen, habe ich keine Möglichkeit mehr, das zu identifizieren. Und PureX werden ignoriert, werden nicht ignoriert, sondern sie werden zwar schon behandelt, weil wir natürlich den Handshake und den Abbau an der Verbindung erkennen müssen. Allerdings erhält das kein Payload und damit kann man dann keine Statistik großartig betreiben. Jetzt nehme ich eben nochmal den Punkt vor, das ist jetzt die Identifizierung, das ist der Herzstück dieses Algorithmus. Das ist also die Kuhlbach-Leibler-Divergenz, der kann ich eben zwei Wahrscheinlichkeitsverteilungen geben und die gibt mir eine Zahl zurück, die mir dann eben sagt, wie unterschiedlich diese Verteilungen sind. Wir haben also mit dem P, das sind also die gespeicherten Flows oder die trainierten Flows und in dem Q sind eben die vorbeifliegenden, also die vorbeifließenden Flows drin und mit dieser Formel bekomme ich eben einen Wert zurück, wie unterschiedlich oder nicht unterschiedlich die Flows eben sind. Das Lernen funktioniert mit dem empirischen Gesetz der großen Zahlen. Also das heißt, wir haben, das funktioniert generell so, dass wir ein unbekanntes Ereignis haben. Zum Beispiel, wir würden jetzt mal sagen, dass der Wurf einer Münze ein unbekanntes Ereignis ist, wir wissen nicht und wir notieren uns jedes Mal, wenn wir die Münze werfen, notieren wir, was es war und rechnen immer anhand also dieses Ereignisses uns die relative Häufigkeit aus. Und umso häufiger wir diesen Versuch wiederholen, umso näher kommen wir eigentlich diesem Einhalb. Und also nach diesem Gesetz basiert das Lernen in Anführungszeichen. Es gibt zwei Implementierungen, einerseits von Erik Mielvik selber, der das Ganze in C-Sharp programmiert hat mit über 30 Messverfahren. Ich habe selber das Ganze nochmal neu programmiert, weil wir eben das Ganze auf diesen Plastikroutern testen wollten.
Und dazu habe ich das eben in C++ und libpcup nochmal neu implementiert. Dazu kamen dann neue Leistungsmerkmale, wie zum Beispiel UDP-Protokoll, was in dem Proof of Concept von Eric nicht drin war. Allerdings mittlerweile ist es drin. Eine Echtzeiterkennung, das heißt, wir können uns direkt an ein Device klemmen und können dann direkt schauen, was wir da reinbekommen. Eine optimierte Datenbank, die das Proof of Concept von benutzt XML, was wahnsinnig unhandlich mit Statistiken ist. Das heißt, wir haben dann für so eine Statistik gleich mal 12 bis 13 MB an der Datenbank, wo ich dann in ASCII oder in Binär irgendwie bloß 150 Kilobyte habe oder so. Also das ist halt besonders gut, wenn wir da auf Plastikroutern sind, dass wir da alles schön ein bisschen optimiert haben. Und ich habe eben nicht alle 30 Messverfahren, sondern eben bloß eine sehr ausgewählte Messverfahren eben benutzt, die eben besonders gut sind für Streaming-Protokolle. Ja, also die Folien gibt es dann auch noch online, da wäre zum Beispiel auch das Git Repository mal drauf. Wer da irgendwie mal spielen möchte oder sich das mal angucken möchte, der kann das dann tun. Bei den einzelnen Messverfahren, das sind jetzt alle Messverfahren, die ich implementiert habe. Ich möchte auf eine geringe Anzahl, auf diese vier ein bisschen detaillierter eingehen, auf die anderen gehe ich dann noch, nachher noch mal ganz kurz ein. Bei der Bytefrequenz wird auch Häufigkeitsanalyse genannt. Vielleicht ist bestimmt bekannt, wenn man zum Beispiel Cäsar-Chiffren entschlüsseln möchte, dann kann man eben auch die Bytefrequenz dazu nutzen, um die Wahrscheinlichkeitsverteilungen der vorkommenden Buchstaben zu identifizieren. Und die kann man dann vergleichen eben mit so Wahrscheinlichkeitsverteilungen von gewissen Sprachen. Also daher kennt man das. Das operiert nur auf dem ersten TCP-Paket in jede Richtung. Und zählt also die relative Häufigkeit eines Bytes in Bezug auf seine Größe. Also um ein kurzes Beispiel zu geben, wir haben jetzt hier ein HTTP-Paket, was 100 Bytes groß ist. Und wir möchten jetzt zum Beispiel den Buchstaben T zählen. Der kommt also hier dreimal vor und das würde also dann eine relative Häufigkeit von 3% ausmachen. Und so gehe ich eben wirklich jedes einzelne Byte durch und schaue mir dann da die Wahrscheinlichkeitsverteilungen an. Interessant ist es dabei dann, hier ist mal ein Beispiel zu sehen, wir haben hier RTMP und HTTP verglichen und was sofort auffällt ist, RTMP ist verschlüsselt, das heißt es nimmt also den kompletten Raum hier ein und HTTP ist in dem Fall Klartext und eben mit ASCII 7-Bit, das heißt es nimmt auf jeden Fall schon mal nur 128 ein und es bilden sich klare Peaks raus, also zum Beispiel hier das E oder das Space oder das I oder ähnliches. Also hier können sich klare Peaks rausbilden, eben für die verschiedenen Protokolle. Bei dem Messverfahren für die Richtungswechsel, das heißt, wir messen jetzt also die Anzahl der Richtungswechsel. Ein Richtungswechsel heißt vorher vom Absender zum Empfänger und wenn jetzt die Richtung wechselt, das heißt, der Empfänger schickt wieder was zum Absender, dann habe ich einen Richtungswechsel. Das bedeutet also, wenn ich jetzt n Pakete nehme, habe ich n-1 Richtungswechsel, die möglich sind. Generell ist damit eben eine Differenzierung zwischen häufigen Richtungswechseln, also für interaktive Protokolle, wie zum Beispiel Telnet, SMTP, SSH oder ähnliches. Oder ich habe eben auch seltene Richtungswechsel für Streaming-Protokolle, wo es dann wirklich so ein bisschen Initialisierung und dann habe ich eigentlich nur eine Richtung. Ich habe das mal hier, das sind also auch die Protokolle, die ich so ein bisschen näher untersucht habe. BT steht also für BitTorrent. Was man hier aber klar sieht, dann sind auch wirklich, dass sich das eben jetzt bewahrheitet. Das heißt also Protokolle wie zum Beispiel Telnet oder SSH haben eben sehr hohe Richtungswechsel oder häufige Richtungswechsel, genauso wie FTP zum Beispiel oder IRC. Dagegen hat zum Beispiel ein OCK-Vorbis-Stream oder ein WMV-Stream hat eben nur wahnsinnig wenig, also einen bis null Richtungswechsel. Das nächste Messverfahren ist die Datenmenge pro Richtung. Das heißt, man schaut also jetzt an, wie viel von dem Empfänger vom Absender zum Empfänger ging und umgekehrt. Damit setzen wir das Up- und Download in ein prozentuales Verhältnis. Und damit haben wir eine Differenzierung zwischen eben Up und Down ausbalanciert oder eben nur Download oder eben nur Upload. Das sehen wir dann hier. Eigentlich so ein bisschen ähnlich, aber wir haben zum Beispiel auch, kann man hier sehen, dass zum Beispiel
zum Beispiel, also auch dieses MPEG Transport Stream, das hat zum Beispiel auch nur eine Richtung oder ist eben sehr viel in eine Richtung. Oder eben bei Telnet haben wir auch eigentlich wieder ein relativ ausbalanciertes Verhältnis. Genau, sonst noch? Das nächste Messverfahren ist die Paketgröße, also auch die ist ein sehr entscheidender Faktor. Und zwar, wir messen also hier die Paketgröße nur des ersten Paketes, weil darin sind oft Informationen über die Initialisierung des Protokolls drin. Also, weil oft haben die nämlich bloß eine minimale und maximale Paketgröße. Also hier sieht man das auch relativ schön. Hier stelle ich zum Beispiel RTMP und den MPEG-Stream ein bisschen raus mit einer sehr großen Paketgröße gleich. Und wobei also die zum Beispiel auch BitTorrent ist sehr, das erste Paket ist immer so 500 Bytes groß. Und die meisten ansonsten haben wir auch bei den Echtzeitanwendungen, also bei RSC und SSH und so, Telnet, haben wir immer sehr kleine Paketgrößen am Anfang. Die restlichen Messverfahren, da möchte ich jetzt eigentlich bloß kurz drauf eingehen. Also das erste ist eine gewisse Hash-Funktion über die ersten vier Bytes. Das ist, was bei Klartext-Protokollen eben sehr, die ersten paar Bytes sind sehr, sehr entscheidend für was wirklich in dem Protokoll drin ist. Bei Aktion und Reaktion ist es eigentlich ähnlich, nur allerdings wird jetzt hier überall eine Hash-Funktion über die ersten vier Bytes erstellt, wo eine Aktion, also wo ein Richtungswechsel stattfindet. Zum Beispiel bei IRC haben wir ja immer diese Ping-Pong-Pakete und genau das wird eigentlich damit identifiziert. Die Entropie ist also ein Wert dafür, wie viel Wahrscheinlichkeit wie viel Zufälligkeit wir in einem Byte-Strom haben. Und damit können wir zum Beispiel auch herausfinden, also zum Beispiel ist etwas verschlüsselt oder nicht verschlüsselt oder ist es also in Klartext und wie ist der Wert. Also bei 256 haben wir dann so unser höchster Wert, der 8 sein kann. Die Periodizität von Bytepaaren, wir gucken also, wie oft kommen doppelte Bytepaare vor, wie zum Beispiel SSH, also bei SSH ist dann SS oder bei dem HTTP haben wir das Doppel-T und genau nach diesen Merkmalen suchen wir eigentlich so ein bisschen. Die Similarität der ersten drei Bytes ist besonders also für Binärprotokolle oder so, wo sich wirklich, oder SMB zum Beispiel wäre auch so eins, das auch immer drei Bytepaare hat und die sind immer an derselben Stelle. Und genau sowas prüfen wir eben, wie oft das vorkommt. Bei der Unicode-Frequenz ist es eigentlich nur was für Microsoft-Protokolle, weil die eben Unicode benutzen in ihren Protokollen. Und die Bitfrequenz, da wird eben, das ist also speziell auch für Binärprotokolle. Das heißt, hier gucken wir uns an die ersten paar Bytes, also die ersten paar Bits und speichern damit auch noch, wo dieses Bit steht. Genau, das sind also so mal die Messverfahren, die ich jetzt implementiert habe. In dem Wiki von dem Spit-Algorithmus findet man noch reichlich mehr, die eben aber auch das Problem, was damit dann herrscht, ist, dass man damit auch immer Performance einbüßt. Also umso mehr Messverfahren ich einbaue, umso langsamer wird die Identifizierung. Die Evaluierung dieser, das ist ein bisschen, also die Evaluierung von so einem Algorithmus ist nicht ganz so trivial. Wir haben, also es ist nicht ganz so einfach, weil wir haben da, also ich habe das mal hier so in einer Kontingenztabelle dargestellt. Grundsätzlich ist es so, dass wir zum Beispiel hier 100% RTMP-Traffic haben, dann schicken wir das dem Spit-Algorithmus und ich bekomme dann eben 90% RTP, ich bekomme 5% SMTP und 5% unbekannt. Und unser True Positive, also unser richtig Positiv, wäre in dem Fall natürlich dann die 90%. Dann habe ich natürlich die False Negative, also die falschen, die wir dann auch vorher gesagt haben, das wären dann hier die 5%. Und jetzt müssen wir auch immer auch die anderen alle betrachten, weil uns hilft überhaupt nichts, wenn wir eine 100%ige Erkennung haben, wenn der Algorithmus alles andere fälschlicherweise auch als RTMP kennzeichnet. Dafür gibt es grundsätzlich also die Trefferquote, die eben genau diese 90% sind. Und dann habe ich eben noch zusätzlich die Genauigkeit. Das heißt, die Genauigkeit, da schaue ich mir an, wie viel von den anderen Protokollen wurden alle fälschlicherweise als dieses identifiziert. Wenn wir jetzt diese beiden, also die Genauigkeit und die Trefferquote uns genauer anschauen,
und das arithmetische Mittel daraus nehmen. Das heißt, wir, also jetzt mal ein fiktives Beispiel, wir haben eine Erkennung von 100%, also eine 100%ige Trefferquote, aber bloß 1% an Genauigkeit. Das hilft uns für eine Identifizierung überhaupt nicht, weil alles andere eben als HTTP identifiziert wird. Wenn wir das arithmetische Mittel jetzt nehmen, haben wir eben 101 geteilt durch 2, haben wir also eine Erkennungsgenauigkeit von 50,5. Dadurch ist eben ein weiteres Maß notwendig, was eben diese beiden, also sowohl die Genauigkeit und die Trefferquote, in ein gewichtetes Maß das Ganze mit einnimmt. Das heißt also, das F-Maß nennt sich auch eben harmonisches Maß. Bei diesem vorigen Beispiel von, also bei dem Beispiel von gerade eben, von 100% Genauigkeit, Trefferquote und eine Genauigkeit von 1%, würde dieser Wert irgendwie bei 1 oder 0,1 irgendwas sein. Also das heißt, das gibt eigentlich die Identifizierung viel, viel objektiver wieder. Genau, ein weiterer Punkt ist eben die Datenbeschaffung. Was man eben, um da Forschung zu betreiben oder sich das anzuschauen, brauchen wir eben viele PCAP-Dateien. Das sind mal so drei Adressen, wo es sehr, sehr viele PCAP-Dateien gibt. Aber eben, es hilft nichts, aber man muss auch eigene Mitschnitte erstellen. Die habe ich zumindest so weit wie möglich automatisiert, so weit eben möglich. Insgesamt kamen dann 3135 Flows für 17 Protokolle eben zusammen, die insgesamt also eine Datenmenge von 1,5 Gigabyte ergeben. Ich bin aber generell, wer irgendwelche Hinweise hat, wo ich größere PCAP-Dateien anonymisiert oder nicht, ist mir eigentlich gleich, finde, das wäre super, wenn da irgendjemand vielleicht nochmal da ein paar Hinweise hat. Das sind jetzt die Ergebnisse von dieser Identifizierung. Die Trefferquote ist eigentlich so das Blaue, das ist das Interessante dabei. Interessant ist, dass wir eigentlich die Trefferquote bei allen 17 Protokollen über 75% haben, anhand eigentlich ein paar weniger statistischer Merkmale. Also bei BitTorrent zum Beispiel haben wir, das ist eben, man muss bei BitTorrent muss man sagen, dass die eben das Message Stream Encryption integriert haben. Das ist also wirklich eine aktive Protokoll-Obfuscation, womit es eben gar nicht so einfach ist, diese zu identifizieren. Aber mit diesen ein paar statistischen Merkmalen ist es dennoch möglich. Wir haben noch bei HTTP ist eben auch nicht so ein ganz einfaches Protokoll, selbst wenn es irgendwie in Klartext ist, ist es eben doch sehr abhängig davon, wie der Browser das eben auch noch macht. Und es ist auch noch sehr lose definiert, wo es auch ein bisschen schwierig ist, dann das zu identifizieren. Aber ansonsten haben wir wirklich generell eine sehr, sehr hohe Trefferquote. Und ein sehr hohes F-Maß. Die nächsten Punkte sind so ein bisschen so eine Evaluierung von den einzelnen Punkten. Also hier habe ich mal das F-Maß, das was ja unser Maß ist, mal in Abhängigkeit gesetzt der inspizierten Pakete. Das heißt also, diese Werte, die ich jetzt hier rausbekommen habe, habe ich nach dem 20. Paket rausbekommen. Also nach dem 20. Paket kann ich sagen, also kann dieser Algorithmus eben sagen, um welches Protokoll es sich handelt. Das habe ich jetzt hier mal in Abhängigkeit eben gesetzt. Bei einigen Protokollen habe ich schon nach den ersten 5, 6, also sage ich mal ein bisschen von den ersten 10, habe ich auch schon die Möglichkeit, eben das sehr sicher zu erkennen. Es gibt eben so ein paar Protokolle, die da noch so ein bisschen Ausreißer haben. Aber nach 20 Paketen habe ich wirklich eine relativ stabile Erkennung. Hier ist das Ganze mal sowohl wieder das F-Maß in Abhängigkeit der Trainierten, also meiner, wie viel Daten habe ich trainiert, damit diese Identifizierung überhaupt zustande kommt. Hier habe ich also 30 abgeschlossene Flows, ist so das auch dieser Wert, der relativ gut ist vorher. Ich habe auch hier nochmal so ab 10 habe ich schon eine relativ gute Erkennung, ab 20 auch, aber so ab 30 habe ich eine relativ stabile Erkennung. Umso mehr ich trainiere, heißt aber nicht, dass es umso besser wird, weil sich irgendwann diese ganzen Wahrscheinlichkeiten so mehr verwischen. Also das heißt nicht, umso mehr ich trainiere, umso besser wird die Wahrscheinlichkeit. Das nochmal, das ist dieser der Grenzwert, weil ich bekomme ja von dieser Kullback-Leibler-Divergenz bekomme ich einen Wert. Und anhand dieses Wertes muss ich ja entscheiden, ist es jetzt erkannt oder ist es eben nicht erkannt. Und
Dieser Wert hat sich so bei 13 eingependelt, das heißt ab 13 ist so der Wert, alles was über 13 ist, ist zu hoch, kann ich also nicht erkennen, ist also unbekannt. Und alles, was da drunter ist, dieser Wert ist eben eine Identifizierung. Also das habe ich dann erkannt. Ich habe auch noch Geschwindigkeitstests gemacht, weil das war ja so das Interessante dabei, kann ich das irgendwie zu Hause nutzen, um dann automatisch zum Beispiel BitTorrent zu erkennen und zu drosseln oder Voice-over-IP irgendwie zu priorisieren oder sowas. Und das sollte dann am besten eben mit Hardware funktionieren, die eben jeder so zu Hause hat. Das erste Gerät, was ich getestet habe, war so ein Linksys WRT-Router, so mit 200 MHz. Und das nächste Modell ist ein D-Link mit schon 680 MHz, also deutlich stärker. Der Linksys kann man, glaube ich, so gut sagen, dass der zu schwach ist. Ich habe also eine Erkennungsdauer von 6 Sekunden bei TCP und ungefähr eine Sekunde bei UDP. Jetzt sind natürlich ist ein Riesenabstand dazwischen. Das wollte ich mal genauer wissen und habe das Ganze mal geguckt, warum da so ein Riesenabstand dazwischen ist. Das Problem, also das hauptsächliche Problem ist dabei die Anzahl der Protokolle. Also ich habe ja 17 Protokolle, davon waren irgendwie drei oder vier waren UDP und der Rest war TCP. Und dann muss ich also für jeden Wert muss ich eben diese Coolbark Library Divergenz berechnen, um dann eben zu vergleichen zu können, welcher Wert ist geringer. Und damit habe ich das dann erkannt. Und umso mehr ich das berechne, umso länger dauert die Identifizierung. Also bei diesem Gerät wäre es jetzt nicht möglich. Vielversprechender sind da die D-Link-Ergebnisse. Das heißt, ich habe hier eine Erkennung von 0,2 Sekunden und dann habe ich eigentlich meinen Wert und kann eine entsprechende Priorisierung vornehmen. Bei UDP ist es noch geringer, das heißt also, umso weniger Protokolle ich eigentlich zum Vergleichen habe, umso schneller ist die Identifizierung. Was auch noch interessant ist, dass es eigentlich nicht mit der Paketgröße zusammenhängt, was ich eigentlich dachte, weil ja auch einige Messverfahren dabei sind, die abhängig sind von der Paketgröße. Aber sowohl hier nur am Anfang ein kleines bisschen und ansonsten aber ist es eigentlich egal, wie groß die Pakete selber sind. Genau, den Rest möchte ich eigentlich so ein bisschen diesem Ausblick widmen. Diese statistischen Merkmale haben eigentlich, also generell erstmal Protokoll Obfuscation, was ist das? Protokoll Obfuscation hat zum Ziel, dass wir genau das verschleiern. Also wir versuchen eine Identifizierung zu vermeiden. Grundsätzlich gibt es da auch zwei Arten. Das heißt, ich habe Payload Obfuscation, was in dem Fall einfach eine Verschlüsselung ist, zum Beispiel VPN oder Ähnlichem. Und dann gibt es eben Flow-Level Obfuscation, das heißt, da versuche ich eben mit den Mitteln wie zum Beispiel Paketgröße oder sowas Ähnliches zu machen. Zum Beispiel Protokolle, die sowas integriert haben, ist eben BitTorrent, Emul und Skype. Gibt es also noch weitere Protokolle, die sowas integriert haben. Und wie wir gesehen haben, also selbst bei BitTorrent mit so ein paar statistischen Merkmalen haben wir trotzdem eigentlich eine ganz gute Erkennung bekommen. Und ja, da ist so der Ausblick, was kann man tun, um Protokoll Obfuscation zu verbessern. Der eine wäre dann eben, also man kann eigentlich sagen, dass die Payload-Verschlüsselung allgemein nicht ausreicht, um ein Protokoll nicht zu erkennen. Also wenn es verschlüsselt ist, heißt es nur nicht, dass ich es trotzdem nicht erkennen kann, weil die statistischen Merkmale eben doch sehr eindeutig sind, wie wir gesehen haben. Generell sind dann so, welche Werte sollten zufälliger sein? Das wäre einerseits die Senderichtung der Pakete. Also da hat man eben gesehen, dass sich da doch einiges sagen lässt. Die Inter-Arrival-Time habe ich jetzt als Messverfahren nicht mitgenommen, weil es eben besonders bei Streaming-Protokollen eben zu Problemen gab, also beziehungsweise habe ich da nicht so genaue Ergebnisse bekommen. Ich hatte zum Beispiel auch nochmal versucht, Skype auch mit zu identifizieren. Bei Skype ist allerdings das Problem, also hatte ich auch eine gute Erkennung. Das Problem allerdings war, dass ja Skype auch unterschiedlich funktioniert oder beziehungsweise funktioniert in den verschiedenen Netzwerkkonfigurationen. Also ich hatte dann zum Beispiel nur UDP-Traffic und konnte dann den UDP-Traffic gut erkennen, aber es gibt ja UDP und TCP und verhält sich dann eben unterschiedlich. Da hatte ich einfach zu wenig Daten. Also das Hauptproblem eigentlich da war so ein bisschen wirklich so, dass man wirklich Daten braucht, um dann mal da ein bisschen Statistik zu betreiben. Der dritte Punkt ist dann die Paketgröße. Also auch da sollte generell irgendwelche Möglichkeiten geschaffen werden, um zum Beispiel noch so 200 Bytes an
irgendwelchen sinnlosen Bytes einfach mal vollzufüllen oder so, damit man also hier keine so statischen Merkmale mehr hat. Also diese Werte sollten meiner Meinung nach zufälliger sein, um Protocol Obfuscation zu verbessern. Interessant, das, was ich jetzt nicht getestet habe, sollte aber generell jetzt bei diesem Algorithmus schon funktionieren, ist, dass die Protokolle in einem anderen Protokoll drinstecken. Also ich glaube, da hätte jetzt zum Beispiel das Bit-Algorithmus auch größere Probleme damit. Genau. Gut, damit wäre ich am Ende. Und falls noch Fragen sind. Test. Ah, jetzt. Also erstmal danke für den Vortrag. Ich fand ihn echt sehr interessant und ich habe auch eine ganze Reihe an Fragen. Habt ihr mal getestet, ob ihr mit dem Payload-Modus bei IPsec, also nur das Verschlüsseln des Payloads, ob man da wirklich auch jetzt Daten, also den darin versteckten, das versteckte Protokoll damit erkennen könnte? Also wir hatten jetzt SSL selber getestet, SSL als generelles Protokoll. Das haben wir erkannt, das selber nicht. Also da war auch wieder das Problem, dass wir eigentlich zu wenig Daten hatten. Das wäre sicherlich sehr interessant gewesen, um zu versuchen, mal, was ist in verschlüsselten Protokollen selber drin. Da ist so das Hauptproblem die Datenmenge. Also es wäre gut, wenn da irgendwo eine Datenmenge an PCAP-Files mal gäbe, wo man sich da mal bedienen kann. Also, ja, weil IPsec-Payload-Sachen könnte die auch selbst generieren. Einfach den gesamten Traffic nochmal replayen über verschlüsselten Kanal einfach. Ja. Und bei dem Threshold, ich weiß ja nicht, wird der Threshold von eurem Algorithmus, setzt ihr den in einer Konfigurationsdatei selber oder wird der automatisch vermittelt? Weil ich könnte mir ja vorstellen, wenn man jetzt via HTTP-Pipelining eine Datei noch überträgt wie ein Video, dass das ja gut die Erkennung erschweren könnte eigentlich. Habt ihr das mal getestet? Also dieser Grenzwert, der ist experimentell herausgefunden. Das ist also der Wert bei dieser Grafik. Moment, ich gehe mal schnell dorthin. Genau. Das ist also dieser Wert, wo wir diese Grafik haben wir uns erstellt und haben dann eben gesagt, naja, wir also unseren besten Genauigkeitswert haben wir eben bei dem Wert 13. Ja, weil man könnte ja sagen, okay, aufgrund eures ermittelten Thresholds könnte ich das jetzt in eine Konfigurationsdatei für mich eintragen, weil ich paranoider bin, weil ich dann irgendeine Aktion unternehmen will. Und wenn ich jetzt niedriger ansetze, kriege ich ja wahrscheinlich mehr False Positives, schätze ich mal, oder? Aber also dieser Wert wird, das ist das, was ich von der Kuhlbach-Leibler-Divergenz bekomme. Also das heißt, das ist der Wert von der einen Wahrscheinlichkeitsverteilung und der anderen Wahrscheinlichkeitsverteilung. Das ist der Wert, den ich also bekomme, wenn ich diese zwei Wahrscheinlichkeitsverteilungen in die Kuhlbach-Leibler-Divergenz stecke. Dann bekomme ich diesen Wert zurück. Und jetzt habe ich natürlich diesen Wert verglichen. Von diesen ganzen Protokollen, die auf der Seite stehen, wird eben das berechnet. Und der am geringsten ist, ist die Wahrscheinlichkeit, die am meisten zutrifft. Also dass die am exaktesten da mit dran sind. Und das wird aber jetzt auch wirklich für jeden Wahrscheinlichkeitswert berechnet. Also nicht nur diese 17 Mal, sondern eben für die Byte-Frequenz, für alle Werte. Also da kann sich eigentlich generell nicht viel tun. Da kann jetzt ein Angreifer zum Beispiel wenig Dinge dran ändern eigentlich. Noch eine einfache Frage. Du hast einmal die Anzahl der Richtungswechsel bei den Paketen mal gezeigt. Ja. Auf was bezieht sich das? Bezieht sich das auf die Verbindung oder auf irgendeine absolute Zeitangabe oder relative? Da, die genau. Hier? Ja. Also das sind jetzt, wir haben 20 Pakete und in diesen 20 Paketen schaue ich eben, wie oft habe ich einen Richtungswechsel. Also ich habe die ersten 20 Pakete nehme ich und dann schaue ich eben, wie oft findet ein Richtungswechsel statt. Und den setze ich eben in ein prozentuales Verhältnis. Das heißt also bei 20 Paketen habe ich also 19 Richtungswechsel, die möglich sind, das ist mein 100%. Und alles weiter ist dann meine andere Prozentangabe. Und diese Werte speichere ich alle eben in einer Datenbank ab. Okay. Und genau, und die vergleiche ich dann eigentlich. Also von den ersten 20 Paketen, das ist die
die Richtungswechsel eben. Genau. Danke. Hallo, du hast gesagt, dein Ziel ist QRFs auf Linux Home Routern. Hast du das auch das Shaping für Linux TC Traffic Control implementiert? Also ich habe mich jetzt wirklich nur um diese Erkennung beschäftigt. Das heißt also die Analyse des Netzwerkes und die Priorisierung selber sind Forschungsbereiche von anderen Leuten. Ich war jetzt wirklich nur für diese Erkennung zuständig, weil diese Erkennung, also diesen Wert, den ich jetzt damit bekomme, den gebe ich jetzt quasi an eine andere Applikation weiter und die macht dann die entsprechende Bandbreitenreservierung. Okay, weißt du zufällig oder gibt es da irgendwas, was man verwenden kann, damit man es auch einsetzen könnte? Ich kann dir nachher noch zeigen, also es gibt dann ein Paper dazu, wo das genau beschrieben ist, wo dieses COSI-LAN etwas genauer beschrieben ist. Das COSI-LAN ist eigentlich das dann, was drüber steht, wo dann einerseits die Analyse, also die Netzwerk, wie das Netzwerk aussieht, die Protokollidentifizierung und die Priorisierung alles in einem drin sind. Das habe ich auch, ist glaube ich verlinkt auch im Fahrplan, aber ich kann es dir auch trotzdem nochmal so geben oder so. Da steht es dann auch nochmal detaillierter drin. Ja, eine Frage aus dem IRC und zwar von Frido. Gegeben ist ein Netzwerk, in dem man sehr viel UDP-basierendes RTP sieht. Ab und an sieht man mal ein Nicht-RTP-Paket. Wie zuverlässig erkennt man RTP bzw. Nicht-RTP? Also bei RTP ist immer das Problem auch so ein bisschen der Anwendungsbereich. Also man kann ja mit RTP wirklich Streaming machen und man kann damit Voice over IP machen. Voice over IP hat natürlich eine andere Charakteristik. Bei Voice-over-IP haben wir natürlich viele öftere oder häufigere Richtungswechsel, wogegen eben beim Streaming eben eher in eine Richtung sind, aber RTP haben wir eigentlich eine relativ sichere Erkennung. Also da hatten wir eigentlich bisher weniger Probleme. Und dann noch eine von Markus. Kostet eine gute Obfuscation für interaktive Protokolle wie SSH einen nicht die Interaktivität? Nochmal jetzt bitte die Frage. Kostet gute Obfuscation für interaktive Protokolle wie SSH einen nicht die Interaktivität? Wahrscheinlich. Also das ist natürlich jetzt in Abhängigkeit, wie wichtig diese Obfuscation dann im Endeffekt ist. Aber indem wir dann einfach mal 200 Bytes irgendwas mit reinpacken, ist natürlich dann immer das auch das Problem, dass wir dann einerseits natürlich das die Interaktivität etwas aufgeben. Aber da ist natürlich die Frage, wie sicher wollen wir eine Obfuscation haben. Also bei BitTorrent zum Beispiel ist wahrscheinlich, wenn das dann der ISP oder ähnliches, wenn der das dann shaped, dann ist wahrscheinlich das irgendwo höher, dass das nicht erkannt wird und der das drosselt, sodass dann, als wenn da jetzt ein paar Bytes drin sind, die Schmarrn sind oder wenn jetzt mal ein paar Pakete umgehen, die wirklich nichts integriert haben. Gibt es noch weitere Fragen? Keine weiteren Fragen. Ein sehr interessanter Talk. Gestern am ersten Tag gab es einen vergleichbaren Talk auf Englisch. Da ging es um Pattern Matching, um Krypto, oder? Krypto, um eindeutige Benutzerbeziehungen, also Webverbindungen, auch über Tor-Netzwerke hier herauszufinden. Da ging es unter anderem auch um das Padding in SSH-Netzwerken, dass das auch nicht in jedem Fall hilft. Vielleicht auch nochmal ein interessanter Tipp an euch. Damit bitte um Applaus.